Fast 4 Millionen Motorradfahrer sind mit den ersten Sonnenstrahlen des Frühjahrs wieder unterwegs. An ihren Lieblingsstraßen jedoch wünscht sich manch Anwohner, der Sommer wäre schon wieder vorbei. Immer mehr Problemstrecken werden für Motorradfahrer gesperrt. Doch nicht jeder Biker hält sich dran. Das sind sie. Mit den gelben Nummernschildern. Ja, das sind sie. Die machen hier Privatrennen. Und so geht's dann. Ne? Die meisten Motorradfahrer sind vernünftig. Manche Biker aber verwechseln die Straße mit der Rennstrecke. Solche Fahrten filmt Hauptkommissar Volker Heinen mit seinem Videomotorrad. Die Raser zieht der Beamte aus dem Verkehr und macht ihnen die Konsequenzen klar. 81 zu schnell, da beißt die Maus kein Faden mehr ab. Dann ist das der Höchstsatz, 1200 Euro, 3 Monate Fahrverbot. Die Maschinen haben immer mehr Leistung und wiegen immer weniger. Biker leben gefährlich. Fast 600 Motorradfahrer kamen 2012 in Deutschland ums Leben. Eine neu entwickelte Airbag-Weste soll die Fahrer besser schützen. Der ADAC hat sie getestet. Wenn es eine flächendeckende Einwendung dieser Weste gäbe, deutlich weniger getötete Motorradfahrer auch gäbe. Leichtsinn auf 2 Rädern. Die Biker sind wieder da. Jetzt in der ZDF-Reportage. Die Eifel zwischen Aachen und Köln. Von der Burg Heimbach aus beobachtet Hauptkommissar Volker Heinen den Verkehr. Die Straßen hier sind bei Motorradfahrern beliebt, aber sie sind auch gefährlich. Seit Jahren versucht die Polizei mit großem Aufwand, die Unfallzahlen zu senken. Wenn ich bedenke, dass zum Start, als wir anfingen 2005, noch 10, 12 Motorradfahrer ihr Leben hier gelassen haben im Jahr und wir mittlerweile bei null sind, also in den letzten 3, 4 Jahren hatten wir keinen krassen tödlichen Verkehrsunfall mehr, dann lohnt es sich. Und nur das darf man eigentlich zählen, diese schweren Verkehrsunfälle. Die zivile Polizeimaschine hat eine eingebaute Videokamera. Wer rast, wird gefilmt. Viele Motorradfahrer haben bereits Heinens Bekanntschaft gemacht und fahren heute deutlich langsamer, aus Angst, erwischt zu werden. Man soll wissen, wir sind hier. Man soll an jeder Ecke mit uns rechnen. Wir können in jedem Seitenweg stehen. Und wenn die Leute auf uns aufpassen, dann passen sie auch auf ihren Tacho auf. Und dann ist das gut. Die sollen ja bewusst am Verkehr teilnehmen und nicht hier einfach ein Rennen fahren. Doch es sind auch jede Menge Fahrer unterwegs, die Volker Heinen noch nicht kennen. Gerade fahren wieder einige Motorräder an ihm vorbei. Der Beamte folgt den Maschinen. Hier gilt Tempo 50. Der Fahrer vor ihm aber gibt Gas bis über 130 Stundenkilometer. In engen Kurven führt die Straße bergauf. Heinen filmt weiter. Immer wieder zeigen Schilder das Tempolimit an. Der Mann ist weiter deutlich schneller unterwegs. Einige Kilometer weiter. Der Hauptkommissar in Zivil überholt und zeigt dem Fahrer, dass er auf einem Parkplatz anhalten soll. Guten Tag. Heinen, Verkehrsinspektoren. Wo wieder? Sie ahnen, was kommt? Mal am Tacho geguckt. Der Mann sagt, es sei seine erste Fahrt nach der Winterpause. Fährt aber schon 130, 140 hier hoch. Wir haben einen Videofilm, den schauen wir uns mal gemeinsam an. Heinen will nicht nur strafen, sondern belehren. Tempo 50 auf der Bergstrecke hat einen Sinn. Hier sind viele schwere Unfälle passiert. Tempo 50, da war dieser Fahrer klar drüber. Also 118, 125, 131. Auch hier hoch. Wir schauen uns die nächste Sequenz an. Hier sind wir bei 119, 123, auch 123. Der Mann entschuldigt sich. Er habe gar nicht gemerkt, dass er zu schnell war. Das Motorrad ist neu. Dass er die Maschine noch nicht beherrscht, zeige das Video deutlich, sagt Heinen. Das Gefährlichste an der Sache ist aber etwas später. Das ist jetzt hier. Da fahren wir mit 93, 88 rein. Er legt sich rein, macht doch alles richtig, gibt dann aber Gas, fährt an der äußeren Kante, beschleunigt weiter und wird jetzt hier aus der Kurve getragen und befindet sich da massiv im Gegenverkehr. Und dann ist es nur noch Glück, dass da niemand kommt. Jetzt folgt der eigentliche Sinn der ganzen Aktion. Heinen will dem Fahrer klarmachen, dass es hier um Menschenleben geht. In der einen Kurve, wissen Sie, wo Sie da gelandet sind? Im Gegenverkehr. Und das sind Situationen, da der Bus, ich kann Ihnen sagen, wo Sie dann sind, da kriegen Sie gar nicht mehr gerettet. Sie wollten ja rüber, das haben Sie gar nicht mehr geschafft. Da sind Sie bestimmt, können Sie mal angucken, 50, 60 Meter waren Sie, da kamen gar nicht rum. Müssen wir drüber nachdenken. Mit Verkehrserziehung alleine ist es aber nicht getan. Die Fahrt wird Folgen haben. Welche wird erst die genaue Auswertung des Videos ergeben? Also wenn ich mit spitzem Bleistift rechne, dann kommen hier
131 km/h raus. Das heißt 81 zu schnell, da beißt die Maus keinen Faden mehr ab. Dann ist das der Höchstsatz, 1.200 €, 3 Monate Fahrverbot. Wird sich in der Auswertung zeigen, ob es das sein muss, welche wir anschauen müssen. Kann ich so nicht sagen. Heinen macht sich wieder auf den Weg. Das Frühjahr hat endlich begonnen. Die Winterpause war sehr lang. Die ersten warmen Tage sorgen sofort für Hochbetrieb auf den Eifelstraßen. Wieder ist den Beamten ein sehr schneller Fahrer aufgefallen. Heinen folgt der Maschine und startet die Videoaufzeichnung. Mit über 120 Stundenkilometer geht es den Berg hinauf, vorbei an mehreren Tempo-50-Schildern. Auf einer kurzen Geraden beschleunigt der Mann wieder, weit über das Tempolimit. Heinen überholt, er will dem Fahrer zeigen, was er falsch gemacht hat. So, da sind die 50er-Schilder jetzt rechts und links. Jetzt geht die Fahrt hier hoch, da sind sie. Da sind wir schon bei 111. Nee. Das kann doch nicht sein. Ja, darf nicht sein, kann schon. Das kann doch nicht sein. Der Fahrer ist überrascht. Dass er so schnell war, habe er nicht bemerkt. Ich habe die Geschwindigkeitsbegrenzung am Anfang nicht so erkannt. Ne? Und als ich ja erkannt war, war der Polizist ja schon hinter mir und hat das festgestellt, dass ich dann gesehen hatte, ja, ich muss hier 50 fahren. Aber klar, ich war eben zu schnell. Ne? Mhm. Und da kann man nichts mehr dran machen. Ne? Tempolimit übersehen, zu hohe Geschwindigkeit nicht bemerkt. Standarderklärungen, die der Polizist immer wieder hört, aber nicht gelten lässt. 130 ist Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn und der fährt 125 im Naherholungsgebiet. Also muss ich mich ernsthaft fragen, warum man sowas nicht merkt. Habe ich kein Verständnis für. Der Fahrer wird eine Anzeige erhalten. Heinen hat keine Zeit für Diskussionen. Die ersten Wochen der neuen Saison sind immer die arbeitsreichsten. Sobald die Sonne scheint, kommen Motorradfahrer vom Niederrhein, dem Ruhrgebiet, aus Belgien und den Niederlanden in die Eifel. Für Herbert Steffen und seine Nachbarn ein Problem. Lärmbelästigung ohne Ende. Wenn schön Wetter ist, kann man das hier nicht mehr aushalten. Wir haben uns manchmal schon mal gedacht, hoffentlich haben wir noch mal ein verregnetes Wochenende, dass wir noch mal Ruhe haben. Dieter Palm wohnt an der Hauptstraße des kleinen Ortes Kesternich. Im Sommer ist es in seinem Garten so laut, dass er es kaum ertragen kann. Aufgrund der Lärmsituation hauptsächlich am Wochenende hat meine Frau und ich die Idee gehabt, uns hinten an den Altbau einen Winterjachten zu setzen, der gut isoliert ist, wo man auch bei schönem Wetter und bei Lärm hauptsächlich sich mal dahinsetzen kann und etwas Ruhe genießen kann. Am Wochenende bei schönem Wetter sitzt Dieter Palm nicht im Grünen, sondern hinter Isolierglas. Nicht gerade idyllisch, aber besser für die Nerven. Zusammen mit anderen Anwohnern hat Palm eine Interessengemeinschaft gegen Motorradlärm gegründet. Seit Jahren dokumentieren sie die Verkehrssituation und fordern von der Kommune und der Polizei mehr Einsatz im Kampf für ihre Ruhe. Wir haben eine Forderung, dass mehr Kontrollen gemacht werden. Nicht nur bei den Geschwindigkeiten, sondern auch bei den Motorrädern, die viel zu laut sind. Das fahren ja viele hier rum. Die haben praktisch ihre Pötte geöffnet und die Siebe rausgenommen. Manche Motorräder seien lauter als erlaubt, sagen die Anwohner. Die Fahrer würden ihre Schalldämpfer ausbauen. Die ärgern Peter Rasche am meisten. Ja, gerade die manipulierten Motorräder, das sind diejenigen, die wir bei uns, wo wir wohnen, besonders eben hören, weil die besonders laut sind. Auf den beliebten Motorradstrecken in der Gegend kontrolliere die Polizei zu wenig, meinen Herbert Steffen und Dieter Palm. Deshalb nehmen sie die Lärmmessung heute selbst in die Hand. Wenige hundert Meter vor dem Ortseingang beziehen sie Stellung. So, da wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir es eingeschaltet, das Gerät, und jetzt warten wir auf die Messung. Jetzt stellen wir auf maximal ein. Die Bürgerinitiative Ruhige Eifel ist einsatzbereit. Die Ruhestörer können kommen. Wir machen jetzt mal Messungen, damit wir auch später Fakten haben, damit wir beweisen können, was sich hier durch die Motorräder abspielt. Stoppen können sie laute Motorräder natürlich nicht. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft sammeln und dokumentieren die Ergebnisse ihrer Lärmmessung, um für das nächste Gespräch mit dem Bürgermeister etwas in der Hand zu haben. 89,6. 80 Dezibel ist die gesetzliche Grenze. Doch viele Biker sind lauter. Abtei Maria Wald. Treffpunkt für Wanderer, Mountainbiker, Schulklassen. An den Wochenenden herrscht immer viel Verkehr. Deshalb ist auch Hauptkommissar Heinen hier regelmäßig unterwegs, um Raser zu stoppen.
Seine Dienstmaschine ist mit einer teuren Spezialausstattung ausgerüstet. Im Prinzip ist das Herzstück diese Videokamera. Das heißt, diese Kamera filmt alles, was vor uns fährt. Das Ganze kostet diesem Format hier 45.000 Euro. Ist geeicht. Man kann die Geschwindigkeit gerichtsverwertbar vorwerfen und den Betroffenen insbesondere zeigen, was sie falsch gemacht haben. Heinen zeigt uns, was er kurz zuvor, nur wenige Kilometer vom Kloster entfernt, gefilmt hat. Eine Gruppe Motorradfahrer ist deutlich schneller unterwegs als erlaubt. Auch hier geht es auf eine freie Strecke. Der erste überholt vor einer Kurve und es kommt ein Krall entgegen, bestimmt 170 km/h. Als die anderen ebenfalls überholen, kommt ihnen ein Motorrad in Schräglage mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Nur knapp passen die Fahrer aneinander vorbei. Er hat Glück, dass ein Meter Platz dazwischen ist, sonst wäre es ein Frontalunfall gewesen. Heinen folgt der Gruppe. Einige Kilometer weiter kann er sie stoppen und zur Rede stellen. Wie war die Reaktion darauf? Einsicht? Zunächst geschockt. Zunächst, ich habe doch was gesehen. Auf die Frage, was er denn gesehen hat, kam raus, ja, wie der vorbeiflog. Die Situation ganz falsch eingeschätzt, sein Fahrvermögen überschätzt, die Leistungsfähigkeit der Maschine unterschätzt, die ganze Fahrsituation falsch eingeschätzt. Mhm. Und wenn der Entgegenkommende auch ein bisschen falsch macht, dann scheppert es aber richtig. Mhm. Gerade sind mehrere Maschinen viel zu schnell am Klosterparkplatz vorbeigeflogen. Mit diesen Fahrern will der Hauptkommissar dringend reden. Heinen gibt Gas, um sie einzuholen. Hier hat er Heimvorteil, kennt jede Gerade, jede Kurve. Obwohl seine BMW deutlich weniger PS hat als die Sportmaschine vor ihm, holt er sie ein. Doch auf der Geraden gibt der Fahrer plötzlich Gas, beschleunigt auf über 160 Stundenkilometer. Erlaubt sind hier 70. Einige Kilometer dahinter ist Oberkommissar Niederklapfer zur Unterstützung unterwegs. Volker, wir sind jetzt auf der Anfahrt zu dir. Kurz darauf hat Heinen den Mann gestoppt. Der Fahrer ist kein junger Wilder, sondern 71 Jahre alt. So richtig einsehen, was er falsch gemacht hat, mag er nicht. Also wenn man 91 zu schnell fährt. Das war doch nur, weil ich die anderen einholen wollte. Frage, wie fahren Sie denn auf der Landstraße mit 100 erlaubt, wenn Sie in der 70er-Zone schon 100 einholen? Da fahre ich normal. Ich fahre im Jahr 70.000 Kilometer mit dem Auto. Ganz normal. Aber Kurven fahren müssen Sie trainieren. Da war nichts. Unsichere Fahrer mit Maschinen, die auf Rennstrecken gehören, erlebt der Beamte häufig. Die Honda des 71-Jährigen hat 171 PS. Für Tiefflieger im Naherholungsgebiet hat Heinen wenig Verständnis. Er reißt die Maschine auf der Geraden auf, schafft dann 161 bei 70, das sind 91 km/h zu schnell, ist schon eine Hausnummer. Der Bußgeldkatalog hört bei 70 zu schnell auf. Klar, 1200 Euro fällig, 3 Monate Fahrverbot und er muss dringendst Kurven fahren lernen. Zurück an der Burg Heimbach. Hier hat der Hauptkommissar einen seiner Beobachtungspunkte. Die Straßen sind steil und kurvig. Viele haben ihr Können hier schon überschätzt. Deshalb gilt Tempo 50. Motorradfahren ist eine emotionale Sache. Das setzt der Verstand schon mal aus. Und man merkt es auch nicht so. Und die 50, die ist ja eigentlich für Leute, die nicht fahren können. Wenn ich fahren kann, muss ich schon ziemlich am Riemen reißen, um nicht zu überschreiten. Aber das ist nun mal so. Die Schilder stehen da, die sind zu beachten. Das ist nicht die Frage, ob ich fahren möchte, sondern was ich fahren darf. Und er darf nicht schneller fahren. Das gilt für alle. Wer sich nicht daran hält, gehört zu Heinens Kundschaft. So wie diese beiden Motorradfahrer. Mit 80 geht es schwungvoll die Serpentinen hinauf. Immer wieder vorbei an Tempo-50-Schildern. Auf einer kurzen Geraden geben beide weiter Gas. Mit 100 km pro Stunde überholen sie einen Radfahrer. Einige Kilometer weiter wartet bereits Oberkommissar Niederklapfer. Hier ist die Fahrt erstmal zu Ende. Volker Heinen überprüft seine Aufnahme. Das Video will er den beiden Fahrern jetzt zeigen. Also wir fahren hier im 50er-Bereich. Ja. Im 50er-Bereich im Erholungsgebiet. Die 50 sind nicht da, damit ich sie ärgern kann, sondern mit die anderen, die hier gerne sich die Landschaft angucken und in Ruhe durchkommen. Und wenn ich sehe, dass wir hier mit 100 km/h am Radfahrer vorbeifahren. Was sagen Sie dazu? Scheiße. Ja. Okay. Dann haben Sie was gelernt. Gehen Sie zum Kollegen, nimmt die Personalien auf. Um solche Einsichten zu erreichen, ist Heinen mit seinem Videomotorrad unterwegs. Das ist ja der Vorteil von Provida, was wir haben. Als ich sie zunächst angesprochen habe, sagten die, nee, das kann nicht sein, das war aber nicht. Wenn aber die Bilder laufen, dann kommt die Einsicht sehr schnell. Denn was will man machen, wenn man die Zahlen sieht, sieht den Radfahrer, sieht, dass man selber 100 fährt, dann kommt auf einmal schnell Einsicht. Denn so belehrungsresistent kann kein Mensch auf der Welt sein, diese Bilder noch zu leugnen. Und sie waren ja eigentlich erschrocken, dass sie so schnell gefahren sind. Der Biker hat seine erste Ausfahrt nach der Winterpause genossen und das Tempolimit gar nicht registriert.
Ich habe so gar nicht so drauf geachtet, gebe ich ehrlich zu. Also das kam mir auch so schnell gar nicht vor. Also da, ich habe ja keine Rennsemmel, sag ich jetzt mal, so ein Rennmotor. Ich habe mir extra was Langsames geholt, um nicht in diese, in diese Situation zu kommen. Also das war gar nicht meine Idee. Also daher, und dass wir jetzt so schnell gefahren sind, ist mir so gar nicht bewusst gewesen. Gebe ich ehrlich zu, war ein Fehler. Den 51-Jährigen aus Leverkusen erwarten jetzt Bußgeld, Punkte und eventuell ein Fahrverbot. Heinen startet schon wieder. Noch kein Dienstschluss, sagt er, und folgt dem nächsten schnellen Motorrad bergab. Viele Motorräder bedeuten vor allem viel Lärm. Wie viel genau messen heute die Mitglieder einer Anwohnerinitiative vor ihrem Ortseingang? Der Höchstwert war 102, wobei man davon noch mal ausgehen muss, dass die Leute uns gesehen haben und auf die Bremsen gehen und das nicht der richtige Wert ist, der normal erzielt wird, wenn keiner hier steht. 102 Dezibel, eine Lautstärke zwischen Schlagbohrer und Rockkonzert. Das ist nicht nur den Anwohnern zu viel. Auch Uwe Schröder vom Förderverein des Nationalparks Eifel will beweisen, dass es hier zu laut ist. Wir brauchen mehr Daten, damit wir ein Netz um den Nationalpark herum haben, der das ein bisschen belegt. Und dann hoffen wir, dass über die Politik ein Gutachten erstellt wird. 2004 ist diese Region zum Nationalpark erklärt worden. Natur und Tiere sollen geschützt und sich selbst überlassen werden. Ruhe ist dabei ein wichtiger Faktor. Ja, hier vorne sehen Sie Gemünd auf der rechten Seite. Und das ist der Kern, das ist der Kern des Nationalparks. Und darum geht es auch uns im Förderverein und überhaupt der Nationalpark-Idee, dass man sagt, wir brauchen hier einen Ort, wo die Natur sich wieder entwickeln kann. Und da gehört unter anderem auch die Ruhe dazu, um das wahrzunehmen. Auch für manche Wanderer ist der starke Motorradverkehr problematisch. Hier die Straße runter, die B266, da steht ja alle 100 Meter ein Kreuz und da ist mal ein Motorradfahrer. Es hört sich dumm an, aber an der Wand kleben geblieben, das ist ja nicht nötig, aber es gehört halt dazu. Aber schöner wäre es schon für unsere Eifel, wenn es ein bisschen weniger wäre. Und es werden immer mehr. Der Lärm im Nationalpark störe und vertreibe Touristen, die in der Natur Entspannung suchen. Uwe Schröder und Detlef Furst vom Förderverein haben deshalb das Projekt Lärmkarte gestartet. Sie zeigt, wo es ruhig ist und wo nicht. Und man sieht hier das Bunte, das sind alles Wanderwege. Das ist ein ganz tolles Wanderwegenetz. Und man sieht, dass man eigentlich im Prinzip immer wieder an die Straßen und über die Straßen kommt. Und dass man an vielen Wegen, die auch durch sehr schöne Naturgebiete laufen, parallel an Bundesstraßen entlanglaufen muss. Jeder rote Punkt auf der Karte zeigt, wo bereits Lärm gemessen wurde. Mit diesen Ergebnissen hofft Schröder, den Nationalpark in Zukunft besser schützen zu können. Wenn die Werte über 103 dB gehen, wie wir es heute gehört haben, dass dann Handlungsbedarf ist. Und dann gibt es schon daraus vielleicht Verpflichtungen für die Kommunen, den Kreis oder das Land. Was das bedeuten kann, zeigt sich wenige Kilometer weiter. Diese Strecke ist für Motorradfahrer an Wochenenden und Feiertagen gesperrt. Herbert Steffen und Dieter Palm von der Interessengemeinschaft gegen Motorradlärm wohnen ganz in der Nähe. Sie wissen genau, nicht alle Biker halten sich an die Sperrung. Ja, hast du das hier gesehen? Hier stehen wir an dem Schild, Herbert. Da steht an Sonn- und Feiertagen gesperrt für Motorradfahrer. Und da steht der gerade, du hast es selbst gesehen, guckt sich das an, fährt langsam und fährt dann wieder schnell durch nach Wolfensbach. Trotz Verbot. Früher trafen sich hier Hobbyrennfahrer und stoppten ihre Zeiten. In einem einzigen Jahr gab es 12 schwer und 3 Leichtverletzte. Danach wurde die Strecke gesperrt, erinnert sich Herbert Steffen. Wegen Geschwindigkeiten, Kindergefährdung und Lärmbelästigungen. Doch die Schilder stoppen nicht alle. Wieder fährt ein Motorradfahrer vorbei. Palm und Steffen wollen ihn zur Rede stellen. Der Fahrer wird langsamer und stoppt. Er hat seinen Fehler bereits bemerkt. Da nähert sich wieder Motorenlärm auf der verbotenen Straße. Das sind sie. Mit den gelben Nummernschildern. Ja, das sind sie. Die machen hier Privatrennen. Und so geht's dann. Ja, ne? Und heute bei diesem Wetter sind es noch wenige, die kommen. Wenn die Sonne scheint, ach lieber, da sind es jede Menge. Und ihr müsst dann mit darunter leiden, was die gelbe Invasion hier veranstaltet. Von der Nationalität abgesehen, die gelben Nummernschilder, das sind 80% die, die hier den Lärm veranstalten und auch die Unfälle vorbereiten. So sieht es aus. Die fahren auch wie verrückt, die Holländer. Ja, klar. Ja, genau. Ja. Dass er hier nicht fahren darf, findet der Biker aus Aachen ärgerlich.
Es gibt Motorradfahrer, die fahren vernünftig, auch mit so einer schweren Maschine. Trotzdem fahren die vernünftig. Und es gibt halt Raser, die meinen, die werden auf dem Nürburgring kriegen. Und dann werden quasi alle Motorradfahrer in einen Topf geworfen. Deshalb bleibt auch ihm nichts anderes übrig, als zu wenden und sich eine andere Strecke zu suchen. Biker dürfen hier nur montags bis freitags weiter. Gegen Streckensperrungen nur für Biker wehrt sich der Bundesverband der Motorradfahrer energisch. Zum Saisonauftakt hat der Vorsitzende Michael Lenzen nach Lindlar ins Bergische Land geladen. Nur wenige Kilometer entfernt ist eine Straße gesperrt worden. Das will Lenzen nicht hinnehmen. Wir wollen uns auch wehren gegen falsche Behandlungen durch den Staat. Das heißt, zum Beispiel werden dann einfach Strecken gesperrt aufgrund von zu lauten Fahren oder wenn Raser also negativ auffallen. Und das ist eigentlich etwas, wo wir sagen, das kann nicht sein, dass die Mehrheit für eine Minderheit in Sippenhaft genommen wird. Der Bundesverband hat deshalb zur Demonstration gerufen. Gut 100 Motorradfahrer sind gekommen. Mit Sondergenehmigung und Polizeieskorte geht es heute noch einmal die K19 entlang. Dr. Georg Ludwig ist Bürgermeister in Lindlar und für die Streckensperrung. Er hat seine eigenen Erfahrungen hier gemacht. Ich wohne ganz in der Nähe und ich bin selbst mit meiner Familie, zwei Kinder hinten drin, auf der Strecke in Situationen gekommen, wo mir dann Motorradfahrer auf meiner Fahrbahn entgegengekommen sind und ich nur noch in letzter Sekunde ausweichen konnte. Und ich habe auch von nächtlichen Streckensperrungen, von Rennen, von YouTube-Videos und allen möglichen erschreckenden Dingen gehört. 3 Kilometer lang ist die Strecke. In den letzten Jahren gab es hier 54 Unfälle, 4 Menschen starben, noch mehr wurden verletzt. Für Biker verboten, heißt es hier seit 2011. Manche interessiert nicht, was auf den Schildern steht. Die meisten Motorradfahrer aber stoppen, drehen um und suchen einen anderen Weg zum Ziel. Eine Gruppe aus Düsseldorf wundert sich auch, dass die Sperrung am Wochenende nur bis 22 Uhr gilt. Wenn du Rennen fahren willst, kannst du ab 22.05 Uhr samstags im Dunkeln kannst du runterfahren. Dass sie hier nicht weiter dürfen, ärgert die Männer. Dann haben die anderen auch schon. Dass hier jetzt ein Unfallbrennpunkt ist, ist uns so jetzt nicht bekannt. Also da müssen die ganze Strecken sperren hier im Bergischen. Ja. Ich darf den nächsten Mal fahren, nochmal. So sehe ich völliger das. Quatsch und man kann es auch nicht verhindern, denn die Leute, die sich zum Rennen verabreden, die werden sich auch weiterhin zu Rennen verabreden. Halt woanders. Ja, dann fahren die halt woanders, das ist denen ja wurscht. Ja. Mhm. Dann sollte man lieber mal vernünftige Unterfahrleitplanken installieren und die Sicherheitsmechanismen erhöhen und dann vielleicht durch Geschwindigkeitsbegrenzung das Ganze, Begrenzung und Kontrolle, das Ganze versuchen in den Griff zu kriegen. Aber Strecken zu sperren, generell für Motorradfahrer, behindert die meisten, die eben keine Rennen fahren wollen, sondern einfach nur vorwärts kommen wollen, ja, und schöne Strecken fahren wollen. Der Bundesverband der Motorradfahrer fordert deshalb, die Strecke wieder zu öffnen. Lindlars Bürgermeister aber will hart bleiben. Er verteidigt die Sperrung. Zur Verhinderung von Unfällen. Die K19 hat auch, das mag jetzt plakativ klingen, hat auch in Lindlar Kinder zu Waisen gemacht. Oder besser gesagt, das, was sich dort ereignet hat, hat zu menschlichem Leid geführt. Mehrere Motorradfahrer haben gegen die Sperrung inzwischen Klage eingereicht. Bis darüber entschieden ist, heißt es hier für Biker stoppen und wenden. Landsberg bei München, Technikzentrum des ADAC. Die Besonderheiten von Motorradunfällen sind hier in zahllosen Crashtests untersucht worden. Ruprecht Müller ist Testingenieur. Der Experte weiß genau, warum Motorradunfälle auch bei niedrigen Geschwindigkeiten oft dramatische Folgen haben. Das ist ein typischer Unfall, der häufig mit extrem schweren Verletzungen, in vielen Fällen leider auch tödlichen Verletzungen abläuft. Hier sieht man die Drehbewegung des Fahrers über den Lenker und er schlägt dann im Bereich der Motorhaube bzw. der Scheibe mit dem Helm auf. Dabei wird der Nacken zum Teil entweder nach vorne oder nach hinten verdreht, man sieht das hier ganz deutlich. Solche Wirbelsäulenverletzungen soll diese Neuentwicklung verhindern. Eine Weste mit eingebautem Airbag. Bei einem Unfall soll der Airbag den Fahrer in Sekundenbruchteilen selbst bei mehreren Aufschlägen schützen. Hier will man erreichen, dass schätzungsweise 5 Sekunden lang der volle Schutz gewährleistet ist. Erst danach baut sich der Druck wieder ab. Für den Motorradfahrer gibt es viele Unfallkonstellationen, wo er einen ersten Aufschlag hat, einen zweiten, vielleicht sogar noch einen dritten im Bereich von Randbebauung, ein Schild oder ein Baum. Auch da soll der Airbag noch voll wirken. Deswegen wird die Luft
langsamer entweichen als im Pkw-Bereich. Airbags für Biker waren bisher eher Luftnummern. Dieses System aber hat der ADAC getestet und zum ersten Mal ein Motorrad-Airbag-System für wirklich tauglich befunden. Mit dieser Airbag-Weste zeigt sich vor allem, dass es bereits nach 50 Millisekunden einen vollständig aufgeblasenen Airbag gibt. Der kann dann in der Nachfolge sehr gut die Körperregionen, Brust, Rücken, aber auch im Halsbereich gut schützen. Das sieht man recht gut auf den Bildern. Spätestens da, wo der Motorradfahrer nach vorne überkippt und auf die Motorhaube aufschlägt, sieht man, dass der Kopf sehr stabil bleibt. Die Halswirbelsäule wird nicht geknickt. Mit gut 1.000 Euro ist das System nicht billig. Aber Müller ist überzeugt, diese Weste kann Leben retten. Deshalb rät der Experte, lieber die Maschine eine Nummer kleiner kaufen, als an der Sicherheit sparen. In der Eifel ist gerade wieder etwas passiert. Krat-Unfall meldet die Leitstelle. Hauptkommissar Meurer muss zum Unfallort. Zum Verkehrsunfallgeschehen gibt es noch gar keine Erkenntnisse. Da sind noch keine Kollegen vor Ort. Wir sind ja alle derzeit auf der Anfahrt. Es soll allerdings ein schwerer Verkehrsunfall sein. An einer Landstraße. Polizisten sichern den Unfallort. Im Rettungswagen wird ein Motorradfahrer behandelt. Seine Maschine steht beschädigt am Straßenrand. Drumherum warten Freunde des Verunglückten. Sie können kaum glauben, was geschehen ist. Wir wohnen noch 5 Kilometer nach da, dann wären wir zu Hause gewesen. Ja. Können Sie uns mal schildern, wie es zu diesem Unfall gekommen ist? Letztendlich war es so, dass wir einen Fahranfänger dabei haben, auf den wir hier warten wollten an der Bushaltestelle. Mhm. Wir haben also hier eingebremst und wollten anhalten und haben dann zurückgeguckt und gesehen, dass unser Freund da vorne lag mit seinem Motorrad. Wie es hier zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Auch Hauptkommissar Volker Heinen ist inzwischen eingetroffen. Der Beamte lässt sich von einem Kollegen die Spuren erklären. Hm? Wie gesagt, da ist eine Bremsspur da vorne, ein Vorderrad. Blockierbremsung, kurz losgelassen. Wieder eine kleine Bremsung und dann hier wieder eine Blockierspur. Total verbremst, Fahrer vorne rechts liegen blieb, Motorrad bis hinten gerutscht. Ohne Fremdeinwirkung? Ohne Fremdeinwirkung, ja. Alleinfahrer. Der Fahrer wird ins Krankenhaus gebracht. Dort wird sich später zeigen, dass er noch Glück hatte und sich nur einige Rippen gebrochen hat. Hauptkommissar Heinen vermutet als Ursache einen Fehler des Fahrers. Wir haben es einmal auf der Fahrt in die Eifel. Man ist noch nicht warm, man riskiert zu viel. Und auf der Rückfahrt, man ist schon so gut wie zu Hause. Der Tag ist gut gelaufen, man hat ein gutes Gefühl, ist etwas unkonzentriert. Und das ist beim Motorradfahren halt das Problem. Man muss immer konzentriert sein, mit Fehlern anderen rechnen, aber auch mit seinen eigenen Fehlern rechnen. Und das machen die meisten ja nicht mehr, wenn sie kurz vor der Haustür sind. Das Risiko, bei einem Motorradunfall ums Leben zu kommen, ist fast 20 Mal höher als bei einem Autounfall. Das wissen die meisten Motorradfahrer genau. Das ist eine Leidenschaft, die man da hat. Auf der anderen Seite ist gerade ein sehr guter Freund von mir hier verunglückt. Das kann man ja nicht gegeneinander aufwiegen. Mhm. Ne? Mit Vernunft hat das ja gar nichts zu tun. Mhm. Aber ich bin jetzt auch erstmal geschockt und bin froh, wenn ich gleich nach Hause krieche mit meinem Motorrad und dann werde ich mir wahrscheinlich meine Gedanken machen oder die kommen. Ne? Die Motorradsaison hat gerade erst richtig begonnen. Für die Beamten in der Eifel gibt es ruhige Wochenenden, jetzt nur noch bei strömendem Regen. Die ZDF-Reportage wieder nächsten Sonntag um 18 Uhr. Besuchen Sie uns auch im Internet unter reportage.zdf.de.